Unsere Messen sind eigentlich immer sehr gut besucht. Doch morgen wird es besonders eng werden. Alle wollen den neuen Pater kennenlernen. Oh, keine Panik. Die Menschen hier sind sehr aufgeschlossen. Und außerdem, was Ihre Predigt angeht, gibt es ein schöneres Thema als die Liebe? Nun ja, wir haben alle bescheiden und klein angefangen. Also, wenn Sie möchten, dann werfe ich gerne noch mal einen Blick auf Ihre Predigt. Ach, das wäre wirklich nett. Ich fürchte nur, ich kann Ihnen nicht allzu viel zeigen. Ach ja? Warum das denn? Tja. Oh. Hey, Pater, hier, zu mir. Sie entschuldigen mich, Monsignor? Ja. Das ist ja entzückend. Timo und du, wann war das denn? Habt ihr eigentlich immer noch Ärger miteinander? Keine Ahnung. Er redet nicht mit mir. Warum eigentlich? Was meinst du? Warum du Stress mit deiner Mutter hast? Die nervt einfach. Sag mal, kann ich heute bei dir schlafen? Klar. Danke, Mann. Ich habe im Moment einfach keinen Bock auf die Alte. Ach, deine Mutter. Alter, was? Du bist mies drauf, weil du Stress mit deiner Mutter hast? Vielleicht bist du ja nicht ganz schuldlos an eurer kleinen Krise. Wenn das jetzt ein Vortrag werden soll, da kann ich gut drauf verzichten. Was gibt's da zu lachen? Oh, entschuldige bitte, aber im Moment bist du deinem Sohn wahnsinnig ähnlich. Wieso das denn? Naja, er redet nicht mit dir, du redest nicht mit ihm. Und meine Meinung ist... Und das hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber manchmal kann dir auch ein Erwachsener einen ganz guten Rat geben. Ja, was Sie nicht sagen. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ach, was ich... Abgesehen davon, dass es mein Job ist, zu helfen, ich mag dich. Danke, das bringt mir herzlich wenig. Sag mal, was ist dein Problem mit dem Partner? Was mein Problem ist? Ich kann dir sagen, was mein Problem ist. Ich habe keinen Bock, mir so ein weltfremdes Gequatsche anzuhören. Das ist mein Problem. Von wegen Friede, Freude, Eierkuchen. Timo, jetzt komm. Ist doch wahr. Sie verschotten sich in irgendeiner Kirche, kriegen nichts, aber auch gar nichts mit. Und wollen uns was vom Leben erzählen? Nein, danke. Wieso denn? Komm jetzt. Hey, ist da noch Platz? Hey, klar. Na, alles klar bei euch? Na, Logo. Bei dir und deiner Mutter wieder alles in Ordnung? Boah, denen sind ja fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Ach ja? Klar, Mann. Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie haben das nicht mitgeschnitten. Sie sind voll scharf auf Sie. Sag ich doch, völlig weltfremd. Ich raff das immer noch nicht. Sie sind doch echt ein voll cooler Typ für, Alter. Wie kann es sein, dass jemand wie Sie freiwillig so völlig ohne Frauen, also... Das ist... Ich meine, Sie wissen schon, was es ist. Was er wissen will, ist, warum Sie Priester geworden sind. Und ganz ehrlich, mich würde das auch mal interessieren. Ach, Jungs, es gibt ein paar Dinge, die kann man nicht so einfach erklären. Das ist wieder typisch. Mir gegenüber tun Sie ja noch Sozialarbeiter von wegen Reden hilft und so ein Zeug und selbst. Ist doch wahr. Nennen Sie mir nur einen Grund, warum ich mehr von mir erzählen soll, wenn Sie überhaupt nichts von sich rausrücken. Tranquilo, Tio, okay? Nein. Es stimmt.
Das ist daneben. Okay. Aber ich sag euch gleich, Jungs, das ist keine besonders schöne Geschichte. Das hat mit einer Frau zu tun. Ich sag euch, Jungs, ich habe früher nichts anbrennen lassen. Meine Schwester Susanne hat sogar ihre Freundin von mir gewarnt. Bis ich eines Tages sie kennengelernt habe. Und es hört sich jetzt vielleicht völlig kitschig an, aber das war Liebe auf den ersten Blick. Ich hätte niemals geglaubt, dass es so etwas überhaupt gibt. Also, ich konnte an nichts anderes mehr denken als an sie. Aber ihr ging es nicht so, ne? Doch, doch. Sie war genauso verliebt wie ich. Aber irgendwie... Ach, unsere Eltern waren völlig dagegen, dass wir zusammen sind. Echt? Voll im Mittelalter, ne? Ja, sie hatten ihre Gründe. Die haben wir auch irgendwie verstanden, aber... Wir haben uns einfach so sehr geliebt. Wir haben uns mit allen anderen verstritten. Und obwohl wir uns so sehr geliebt haben, uns nichts mehr gewünscht haben, als zusammen zu sein, ging es nicht. Wir konnten nicht glücklich werden. Krass, und dann? Also. Dann war sie irgendwann weg. Und seitdem habe ich sie nie wieder gesehen. Okay, also. Ich verstehe ja, dass sie total verknallt waren. Aber es gibt auch tausend andere hübsche Frauen. Ja, das stimmt. Ich habe es auch mit anderen Frauen danach versucht, aber hey, so ist es mit der großen Liebe. Sie geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Ich sag euch, Jungs, mir ging's so beschissen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten in Deutschland. Ich musste weg. Ich wollte von nichts mehr was wissen. Dass sie ihre Liebe zu Gott entdeckt haben und Pfarrer geworden sind, ja? Ja, so ist es. Und diese Entscheidung habe ich keinen einzigen Tag bereut. Na, wie war das noch gleich mit dem weltfremden Pfaffen, der keine Ahnung von nichts hat? Padre, kennen Sie das, wenn Mütter glauben, dass man überhaupt nichts rafft? Oh ja, das kenne ich sehr gut. Ich bin 17 und kein Baby mehr. Ich kapiere mehr, als sie glaubt. Naja, ich kenne ja deine Mutter nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht macht, um dich zu ärgern. Na toll. Und jetzt? Red mit ihr. Das versuche ich aber, sie sagt nichts. Ja, lass dich locker. Mach ihr klar, dass du ein Recht darauf hast. Aber hau nicht einfach ab wie eine beleidigte Leberwurst. Vermissen Sie Ihre Familie gar nicht? Ich meine, sie brechen einfach so alle Brücken ab, nur wegen so einer Braut. Das ist irgendwie ganz schön heftig. Ich könnte das nicht. Was machst du da noch hier? Puh, und ich dachte, ich bekomme meinen Sofa gar nicht mehr wieder. Vale. Hasta pronto, padre. Es tut mir leid. Es war blöd, einfach so abzuhauen. Nein, mir tut's leid. Ich glaube, ich muss dir was erzählen.